Und in diesem Moment geht es los mit der Ansprache von Präsident Zelensky vor dem griechischen Parlament. Wir wollen natürlich jetzt live für Sie hineinschauen. Κύριε Πρόεδρε, της Ουκρανίας έχετε το λόγο. Πάνε Πρεσιδέντε, geehrter Herr Präsident, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Sprecher, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Premierminister, sehr geehrte Mitglieder des Parlaments, griechisches Volk, Kalimera. Über einen Monat fängt jeder Morgen bei mir mit Mariupol an, mit dem, was in dieser ukrainischen Stadt geschieht, die russischen Truppen einfach vernichten. Sowas gab es in der europäischen Geschichte nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist sowas nie geschehen. Keine Stadt wurde in Schutt und Asche gelegt. Keine Stadt wurde komplett vernichtet. Die Bürger der Stadt wurden nicht mit Hunger getötet. Halbe Million Einwohner haben in dieser Stadt gelebt. Im Moment sind da um die 100.000. Es gibt faktisch kein einziges Haus ohne Schaden. Die meisten Häuser sind komplett zerstört. Russische Soldaten haben alles vernichtet. Krankenhäuser, Geburtshaus, Wohnblöcke. Sie haben sogar das Stadttheater zerstört, wo die Zivilbevölker, die friedliche Bürger sich versteckt haben. Und vor dem Theater stand Kinder. Das haben alle gesehen. Da stand auf dem Boden Kinder. Das haben russische Piloten auch gesehen. Das hat sie nicht daran verhindert, aus der Luft das Theater anzugreifen. Mariupol ist fast zerstört. Jeder hat gesehen, wie die Stadt im Moment aussieht, nachdem die Russische Föderation an die Stadt reingerückt ist. Das sind einfach Ruinen. Das hat Russland aus unserer friedlichen Stadt Mariupol gemacht, aber auch aus ihrer friedlichen Stadt Mariupol. Dieses Haus war immer das Zuhause für große ukrainisch-griechische Gemeinde. Ukrainisch-griechische Gemeinde ist die größte in der Welt. Jahrhunderte haben unsere Völker nebeneinander nachbarschaftlich gelebt, Kinder erzogen, in die Zukunft geschaut. Die Verbindung zwischen der Ukraine und Griechenland ist schon so langjährig. Man findet keinen Anfang unseres Zusammenseins, kultureller Austausch, Handel. Das Leben unserer Gemeinden war tausende von Jahren verbunden. Chersones von Griechenland wurde auf unserer Nationalwährung, auf Grivna, dargestellt. Eben mit Griechenland ist die Entwicklung des Christentums verbunden, nicht nur in unserem Lande, sondern generell in unserer Region. Die Ukraine ist ein der größten orthodoxen Länder. Das kam aus Griechenland. Und wenn jemand versucht hätte, aus der ukrainischen Geschichte und aus der ukrainischen Kultur griechische Wurzeln zu vernichten, wegzunehmen, würden wir einen fundamentalen Teil, Basisteil unserer selbst verloren. Und auch ihre Selbstwahrnehmung ist mit dem ukrainischen Boden und Land verbunden. Freiheit oder Tod. Es wird nicht nur unser Kampf dargestellt, der Versuch von Russland, die Ukraine sich zu unterwerfen, ihre Identität
kommt auch aus unserer Odessa, aus der südlichen Stadt der Ukraine, die Russland versucht ebenso zu vernichten wie Mariupol. Als Ihr Außenminister letzte Woche in Odessa zu Besuch war, hat die Stadt unter Beschuss der Russen gelitten, unter Raketenangriffen gelitten. Heute gibt es in Odessa keinen Beschuss. Warum? Allein nur, weil unsere Streitkräfte die russischen Attacken verhindern und die barbarischen Truppen verdrängen von der alten, längst verordneten Angriff Russlands auf die Ukraine. Sie bringen Tod auf den Boden, wo Ukrainer und Griechen Frieden genossen haben. Wir Russen, die deportieren Menschen aus dem Süden der Ukraine, Zehntausende der Ukrainer sind nach Russland zwangsweise verschleppt oder in die besetzten Gebiete von Donetsk und Lugansk sind sie verschleppt. Das sind Bürger unserer Gemeinden, die unter Beschuss russischer Truppen standen. Zwangsweise Umsiedlung, nicht die erste zwangsweise Umsiedlung für Russen, für Griechen und die Ukrainer durch Russland. Die Deportierung ist nicht die letzte. Russland ist ganz sicher, dass sie unbestraft bleiben für die Taten, die sie jetzt verüben. Wir müssen sie aber bestrafen, zur Verantwortung ziehen und Odessa schützen vor der Zerstörung wie Mariupol. Wir müssen alle deportierten Menschen finden. Wir müssen zumindest diejenigen retten, die in Mariupol noch leben, die noch weiterleben können. Sehr geehrte Damen und Herren, das griechische Volk. Kilikin Eteria ist bei uns in Odessa. In der Geschichte unseres Staates war viel gemacht. Ich rufe Sie auf, einen neuen Verband der Freunde zu organisieren, der Griechen aus dem Süden unseres Staates, unseres Landes rettet. Mariupol braucht humanitäre Unterstützung, braucht Hilfe. Hilfe für die Menschen, die überlebt haben, die jetzt noch verletzt in der Stadt verweilen. Wir werden in der Luft und auf dem Boden geblockt. Auch einfache humanitäre Konvois können da nicht reinkommen. Ich bin sicher, Griechenland kann mit ihrer Kraft uns helfen. Es werden Tage gezählt. Ich möchte Sie da aufrufen, nicht nur mir zuzuhören, sondern auch zwei Kämpfer von Mariupol zu hören, denen zuzuhören. Sie sind da, gerade da und bemühen sich, den russischen Angriff zu verhindern, abzuwehren. Einer ist der Ukrainer, einer ist der Grieche. Einer muss in Maske sprechen, denn seine Eltern sind in der Stadt, die von den Russen besetzt ist. Ich hoffe, Sie werden es verstehen. Zeigt bitte die Ansprache. Sehr geehrte Mitglieder des Parlaments von Griechenland, ich spreche Sie an. Ich bin ein ethnischer Grieche, heiße Michael. Mein Großvater Viktor Michalitsch hat mit den Nazis im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft, war dreimal verwundet. Jetzt kämpfe ich gegen die russischen Nazis. Ich schütze und verteidige meine Heimatstadt Mariupol. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Ich kämpfe im Azov-Truppen. Ich bin Soldat und Sohn meines Landes. Das ist meine Verantwortung als
Bürger und als Mann. Aber ich kann das nicht verschweigen. Die Menschen sind in katastrophalen, unmenschlichen Bedingungen. Die Menschen meiner Stadt, Sie wissen, Mariupol, das ist ein Teil Griechenlands in der Ukraine, ethnisch und kulturell. Sie haben immer diese Stadt unterstützt. Dank Griechenland hat diese Stadt prosperiert. Jetzt ist die Stadt zu 90% zerstört von den russischen Besatzern und Angreifern. Seit dem 1. März sind wir komplett abgeschnitten von der Welt. Es gibt keine Nahrungsmittel, kein Wasser, keine Medikamente. Es gibt eine Katastrophe, humanitäre Katastrophe. Der Feind beschießt mit Artillerie ständig. Die Menschen sterben in Tausende und Tausende, sie können ja auch nicht beigesetzt werden. Es gibt auch die Leichen der ethnischen Griechen, die da liegen. Kalimere, ich heiße Anastas, ich bin auch der ethnische Grieche. Ich bin Kämpfer und Verteidiger von Mariupol. Ich möchte, dass Sie mich hören. Hunderttausende der Menschen, die sterben unter Verletzten und zerstörten Gebäuden. Keiner kann uns helfen. Was können Sie machen? Spricht über unseren griechischen, ukrainischen Kindern, die Eltern verloren haben. Azov hat Mut zu kämpfen. Heute, und ich hoffe, dass Sie auch den Mut haben, mit humanitärer Hilfe in die Stadt zu kommen. Das sind auch Ihre Kinder. Rettet sie. Ich bin dankbar dem Griechenland für die humanitäre Hilfe, die wir schon bekommen haben, für die Unterstützung und Informationspolitik. Der Krieg geht doch weiterhin. Mariupol wird weiterhin zerstört. Sie haben die Helden gehört. Die Menschen werden zwangsweise verschleppt aus diesen Gebieten von den russischen Truppen. Nutzt den Einfluss Ihres Staates als Mitglied der Europäischen Union, um Mariupol zu retten. Ich rufe euch auf, mehr zu tun und zu machen, damit Russland nach dem Frieden sucht und die Träume ablegt, die Ukraine sich zu unterwerfen. Russland hat diesen Krieg gegen uns angefangen und vernichtet alles Ukrainische. Und das, was Griechen in langer Zeit in der Ukraine erstellt und erschaffen haben, was bleibt nach diesen Angriffen von Bombenangriffen in der Ukraine? Sie werden unsere gemeinsame Geschichte vernichten, unser Erbe vernichten. Und wir werden damit nicht zufrieden sein. In der Zukunft wird man über Mariupol sagen, das ist eine zerstörte Stadt. Die Helden haben ihre Leben dafür gegeben, um die Stadt zu retten. Wir können noch die feindlichen Truppen aus unserem Territorium verdrängen. Wir können ein und für alle Male Russland beibringen und potenziellen Aggressoren zeigen. Diejenigen, die den Krieg entfechten, die werden immer verlieren. Diejenigen, die versuchen, territoriale Integrität des Landes zu zerstören, die werden verlieren. Diejenigen, die Europa chantagieren, sie werden verlieren. Seien wir mal ehrlich, Russland hat von Anfang an gewollt, nicht nur die Ukraine, sondern Europa zu zerstören. Die tun alles, um Europa Energie zu wegzunehmen, damit wir neue Armut auf dem Kontinent erleben, damit die Inflation aufblüht. Letztes Jahr gab es Defiziten auf dem Gasmarkt von Russland, einfach provoziert, und sie versuchen jetzt Nahrungsversorgung der Welt zu verhindern. Wir müssen würdig diese Politik eine Antwort geben. Sie zerstören unsere Städte, deportieren unsere Menschen und dabei verdienen sie Geld. Die Banken von Russland verdienen Geld. Das
dürfen sie nicht machen. Die Banken müssen blockiert werden. Nicht manche Banken, sondern alle Banken. Solange dieser unsinnige und gewaltige Krieg läuft, dürfen sie nicht die Häfen der demokratischen Welt betreten. Warum soll man denen helfen? Damit sie noch mehr Geld verdienen, um Raketen zu bauen, um Mariupol, Odessa und viele andere ukrainische Städte zu vernichten. Man soll ukrainische, russische Tanker nicht unterstützen. Sie schaffen es, Geld nach Russland zu bringen, um dann später die in die Tötungspolitik zu investieren. Man soll ja Luftwaffen und bronierte Technik alles verhindern, dass es nach Russland kommt. Und alle wissen, die Ukraine braucht ganz viel Waffen und bronierte Technik. Je schneller wir das bekommen, desto besser können wir uns verteidigen. Unsere Völker waren und werden geschichtlich eng verbunden und bleiben verbunden. Ich bin sicher, wir werden Frieden auf unseren ukrainischen Boden bringen und zur Verantwortung alle Schuldigen ziehen, alle die Kriegsverbrechen gegen die Ukrainer, gegen die Griechen, gegen alle anderen Menschen, die zu Opfer der russischen Streitkräfte gefallen sind, organisieren. Wir werden Mariupol retten und andere Gemeinden retten. Wir werden in Respekt leben, weiterhin, Ukrainer und Griechen, so wie es immer war. Ich glaube, Ukraine und Griechenland werden bald auf einer Augenhöhe bleiben, sein. Ich weiß, wir werden schön nachbarschaftlich leben. Wir werden alle besiegen, alle, aber gemeinsam und zusammen. Ich danke Ihnen allen für die Unterstützung. Es lebe die Ukraine. Auch in Griechenland sehen wir Standing Ovations nach der Ansprache des Präsidenten Zelensky. Ja. Die Parlamentarier, sie stehen auf und es war eine wieder mal besonders emotionale Ansprache, denn Zelensky betonte den engen Zusammenhalt zwischen der Ukraine und Russland und Griechenland, Entschuldigung. Die Ukraine sei auch das Zuhause vieler Griechen, vor allem Mariupol, die Stadt, die aktuell so besonders beschädigt wird, so besonders angegriffen wird. Seit dem 1. März ist sie abgeschnitten von der Außenwelt. Er hat zwei Soldaten sprechen lassen, beide auch griechischer Herkunft, die berichtet haben, wie dramatisch die Situation ist, dass die Menschen sterben. Sie kämpfen, so sagen sie, gegen die russischen Nazis. Und immer mehr tausend Menschen sterben. Die Lage ist katastrophal. Und es wurde auch gesagt, es sind auch ihre Kinder. Rettet sie. Die große Bitte jetzt also vor allem nach humanitärer Hilfe für Mariupol, für die Ukraine. Denn Zelensky hat auch betont, Russland will nicht nur die Ukraine angreifen. Nein, er will ganz Europa zerstören. Er will Armut über diesen Kontinent bringen. Und deswegen darf es jetzt kein Geld mehr geben, das nach Russland fließt. Auch das eine ganz klare Ansage von Präsident Zelensky.